Willkommen auf meinem Kanal, besser ist es. So, neuer Tag, neues Glück und dann schauen wir mal, was heute alles passiert und wie weit wir heute kommen. Ich gebe euch natürlich in diesem Video auch erstmal nochmal einen kleinen Überblick, wo wir jetzt gerade stehen und berichte euch dann wieder, wie weit wir dann zum Feierabend gekommen sind. So, die Ausgleichsmasse, die wir gestern gegossen haben, ist jetzt fest. So kann das Bad auch wieder betreten werden. Wie gesagt, hier wurde gestern schon angefangen mit Fliesen. Das wird dann heute fortgesetzt. Ist natürlich alles nicht so einfach, da hier bei dem Plattenbau alles krumm und schief ist. Die Wände nach innen fallen, Beulen schlagen und auf keinen Fall gerade sind, wie das halt nun mal so ist. Ja, und dann mal schauen, wie weit wir heute kommen. Da oben muss noch die Klappe verschlossen werden. Aber auch da erstmal schauen, ob wir so weit kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn irgendwas passieren sollte, gebe ich natürlich Bescheid. Ansonsten melde ich mich, wenn es heißt Feierabend. 2000 Jahre später. Hey Leute und guten Morgen. Ja, wir haben bereits den nächsten Tag. Ich habe dieses Video gestern Abend nicht beendet, denn so viel ist nicht passiert. Also ist schon was passiert, aber jetzt nichts Besonderes. Aber natürlich berichte ich euch noch, was wir gestern alles geschafft haben und was heute noch ansteht. So, wie ihr seht, ein bisschen was ist passiert. Die eine Wand ist so gut wie fertig. Auf jeden Fall jetzt schon mal vom Boden bis zur Decke gefliest. Da fehlt jetzt noch dort der Streifen. Dann natürlich direkt an der Tür der Streifen noch bis auf 1,40 Meter Höhe. Der wird genauso gefliest wie auf der gegenüberliegenden Seite. Wie dort. Denn da wird der Rest dann tapeziert bis über die Tür. Dann die Wand im Nassbereich. Sind auch schon wieder ein paar Fliesen rangekommen. Da fehlen obenrum noch ein paar Fliesen und zur Ecke hin. Dort haben wir aber schon wieder angefangen, den Schacht zu verkleiden, beziehungsweise an der Front. Oben, das kommt nachher später, wenn die Seiten verkleidet sind, da der Deckel noch etwas bearbeitet werden muss. Denn hier den Bereich muss ich ja sehen, dass er zugänglich bleibt, wo die Anschlüsse sind, beziehungsweise die Zuleitung für die Wandarmatur und die Duscharmatur. Dann haben wir den Revisionsschacht auch im oberen Bereich wieder verschlossen, dass wir hier auch eine gerade Fläche haben. Das ganze Holz, wie ihr seht, ist nicht dreckig, sondern mit Grundierung, die mit Quarzsand versehen ist, grundiert. Die hat jetzt hier eine richtig raue Fläche, damit auch der Fliesenkleber hier auf dem Holz wunderbar hält. Auch im unteren Bereich schon angefangen. Da geht es dann heute weiter. Also wie ihr seht, es geht voran, aber halt immer Stück für Stück. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, am Auto schrauben und Fliesen legen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ist doch ein ganz anderer Aufwand, wie ich dachte. Also alle Fliesenleger haben meinen größten Respekt. Ganz alleine hätte ich das, glaube ich, auch nicht so hingekriegt. Da bin ich froh, dass ich meine helfende Hand habe. Ja, dann mal schauen, wie es heute Abend aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Eins weiß ich jetzt schon. Ich werde heute bestimmt wieder zum Baumarkt fahren müssen. Wir haben zwar gestern nochmal zwei Sack Fliesenkleber geholt, aber der wird bestimmt auch nicht reichen, denn wir haben hier nicht nur die Wände zu fließen, sondern auch noch den Fußboden. Und wenn ich ganz viel Pech habe, brauche ich von den Fliesen auch nochmal ein, zwei Pakete.
Ja, so kann man sich verkalkulieren. Aber schauen wir mal, ich berichte. Also, bis später. Hey Leute, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich mich ja gestern Abend nochmal melden und nochmal was zum aktuellen Stand sagen. Aber so viel haben wir dann doch nicht geschafft, weil es ist doch eine ganz schöne Formelarbeit. Auf jeden Fall musste ich gestern nochmal los und musste nochmal drei Pakete Fliesen holen. Fliesenkleber muss ich natürlich auch nochmal zwei Pakete holen. Aber nun ist das Größte endlich geschafft. Und ich zeige euch jetzt erstmal das vorläufige Ergebnis. Natürlich ist immer noch was zu tun, aber was noch zu tun ist, das sage ich euch auch gleich. So, und zwar, die Wände sind soweit durch. Der Bereich war ja vorgestern schon soweit durch. Da war ja bloß noch hier links die Ecke und das Stück an der Tür bis 1,40 Meter. Das ist jetzt so soweit alles durchgefliest. Hier bis Deckenhöhe. Auch die Wand. Nassbereich zur Wanne bzw. Dusche ist einmal auch komplett durchgefliest. Auch der Kasten ist jetzt komplett geschlossen. Da habe ich mich dafür entschieden, den Deckel mit einer Bodenfliese zu versehen, einfach zum Kontrast zum Boden. Und da ich hier auch noch andere dunkle Akzente im Bad habe, auch der Kasten. Hinten ist komplett geschlossen, so wie auch hier. Das ist heute zum Glück alles fertig geworden. Hier fehlt gerade noch der Deckel. Den habe ich gerade noch draußen, weil ich hier ab und zu noch an die Hähne ran muss. Ja, der Deckel sieht ein bisschen komisch aus. Da muss man so ein bisschen improvisieren, weil einfach die Maße hier so zum Kotzen sind. Weil die Fliesen sind ja 30x60, der Kasten ist 63 und 65, also ja, und ein 3 bzw. 5 cm Streifen ranfummeln wollten wir auch nicht. Darum haben wir jeweils immer eine Fliese auf 31,5 geschnitten, um die dann so anzusetzen. Hier, das sieht natürlich auch ein bisschen komisch aus mit diesen kleinen Streifen, aber wir hatten es probiert gehabt auszuklinken und sind die Fliesen ständig weggebrochen. Darum haben wir uns jetzt dafür entschieden. An der Stelle hängt ja später ein Spiegelschrank, von daher sieht man das nicht so richtig. Auch hinter der Toilette bzw. in der Toilette ist soweit alles dran. Das passt soweit. Hinter hier die Ecke, die war ja bereits schon fertig. Da fehlt jetzt hier in dem Bereich bloß noch die Tapete. Oben, wie ihr seht, fehlen noch zwei Fliesen. Da musste erstmal noch ausgiebig ausgespachtelt werden, da da eine riesen Delle war, da kommen noch zwei Fliesen ran und dann sind alle Wände soweit durchgefliest, was wirklich nicht einfach war, da ja wirklich die Wände krumm und schief sind, Beulen haben, Dellen haben, das ist ein Traum. Also, jetzt ist erstmal Wochenende und dann geht es bald weiter, dann werden die anderen zwei Fliesen an Decke noch geklebt. Dann geht es natürlich hier mit dem Boden weiter. Der ist ja schon ausgeglichen mit Ausgleichsmasse. Da hoffen wir mal, dass es mit dem Fliesen einfacher klappt. Aber ich denke mal, das sollte funktionieren. Ja, wenn der Boden fertig gefliest ist, werden natürlich noch die Wände und der Boden verfugt. Dann kann der Heizkörper endlich ran. Den habe ich vorhin schon mal Probe gehalten, damit ich weiß, was ich da für Anschlüsse brauche. Dann kann natürlich das neue Waschbecken mit den Armaturen ran, die neue Toilette mit dem neuen WC-Sitz. Dann natürlich muss die Badewanne noch, beziehungsweise der Wandträger muss dann erstmal eingeschäumt bzw. eingeklebt werden. Die neue Badewanne angepasst, verkleidet und auch wieder eingefliest und verfugt werden. Dann kann natürlich noch die neue Armatur ran. Also, wie ihr hört, ein bisschen Arbeit ist noch. Tapeziert werden muss ja auch noch. Gemalert werden muss ja auch noch. Dann muss ja auch noch Acryl und Silikon gezogen werden. Also, ein bisschen ist noch zu tun. Aber es geht allmählich voran. Und jetzt, wo die Wände gefliest sind, ist natürlich die gröbste Arbeit erledigt.
das andere. Ist zwar auch noch ein bisschen Arbeit, aber ich denke mal, das geht ein bisschen fixer von der Hand. Ja, damit sind wir dann mit diesem Video am Ende. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wie sich mein Bad nach und nach verändert, schaltet wieder ein. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da oder ein nettes Kommentar. Und wie gesagt, vergesst das Abo nicht. Und bis dahin, ciao, ciao.